Heute früh habe ich eine Stunde Yoga gemacht, um mich optimal vorzubereiten auf das Sondierungsgespräch mit der FDP heute. Erstmal dient es natürlich ein bisschen dazu, sich kennenzulernen. Die FDP war die letzten 4 Jahre nicht im Deutschen Bundestag. Nicht alle kennen sich. Es ging natürlich um die ganze Palette, von der inneren Sicherheit über das Thema Flüchtlinge bis zum Thema Europa, Wirtschaft, alles dabei. Klimaschutz, ganz wichtig natürlich. Es gibt ein paar Themen, wo wir tatsächlich Schnittmengen haben. Das ist das Thema Digitalisierung. Wir glauben nicht dran, dass Kupferkabel der Weisheit letzter Schluss sind, sondern wir glauben eher, dass Glasfaser da besser geeignet sind. Auch, dass wir keine Fans davon sind, dass man Wettbewerb um schärfere Gesetze macht in der inneren Sicherheit, sondern vielleicht besser mal die bestehenden Gesetze anwendet, Polizei vernünftig ausstattet. Auch da gibt es Gemeinsamkeit. Aber wollen wir nicht übersehen, es gibt auch sehr viel, was uns trennt. Also ein Thema ist ganz sicher der Klimaschutz. Im Ziel Einigkeit, in den Wegen gibt es doch noch große Unterschiede. Dann das Thema soziale Gerechtigkeit. Für uns ist wichtig, dass vor allem untere und mittlere Einkommen entlastet werden. Und dann Europa, auch ein ganz wichtiges Thema, die Rede von Präsident Macron, wie geht man mit der um? Wollen wir Reformen? Ja, aber wollen wir nicht auch investieren? Das sagen wir Grüne. Wenn ich mich hier outen kann, ich hatte schon mal 2 FDP-Mitbewohner, also jeweils hintereinander, einmal in Brüssel und einmal in Bonn. Das hat mir offensichtlich nicht geschadet. Einer von beiden hat allerdings danach die Partei verlassen. Morgen gibt es die große gemeinsame Runde, die erste. Das wird quasi ein bisschen Vereinte Nation sein, weil alle kommen in Mannschafts- und Frauschaftsstärke. Da werden wir mal die ganzen Themen der Reihe nach aufrufen. 10 haben wir da analysiert als Themen, über die wir sprechen wollen. Und nächste Woche geht es dann mit sehr langen Sitzungen, mal in großer Runde, mal in kleinerer Runde, hoffentlich voran. Und am Ende müssen wir es bewerten und schauen, ob da viel Grün genug drin ist, damit wir da einen Haken dahinter machen oder eben nicht. Das hängt jetzt davon ab, was bei den Gesprächen rauskommt. Bleibt uns gebogen, wir informieren euch weiterhin.